Hallo und willkommen zurück in der Villa von Marquis High Arms hier in Saint Arc. Achso, wir können auch mal mit den Leuten reden, ne, bevor wir einfach rausgehen. Guten Tag, Besucher aus Thors. Ich habe schon alles von euch gehört. Der Meister hat gut über euch gesprochen. Ich bin sicher, er war froh, dass ihr hierher gekommen seid. Bitte habt einen angenehmen Aufenthalt. Oh, bist du nicht der berühmte Typ? Wer ich? Ja, natürlich, der aschfahle Ritter Rhin Schwarzer. Hier in diesem Anwesen kennt man dich auch als den Wundermann, weil du Sir Patrick zu einem guten Menschen gemacht hast. Und man nennt dich auch den Iron Wall Brother, also den Eisenwandbruder oder Eisenmauerbruder, weil du seinen romantischen Avancen im Weg stehst. Alles klar. Ja, es spricht sich halt alles rum. Ausbilder, was in alles in der Welt haben diese zwei Namen auf sich? Ja, das wüsste ich auch gerne. Ach, das sind nur einfach Witze. Aber wenn ich jetzt hier zu lange mit euch plaudere, wird Celestine mich ausschimpfen. Also müssen wir uns leider verabschieden. Ihr Studenten habt ja auch jede Menge Arbeit. Also viel Glück. Ja, sehr schön. Aber das finde ich toll, dass die Bediensteten hier schon die Wahrheit erfahren haben, dass Patrick erst ein bisschen sehr adelig war und jetzt sich ein bisschen normalisiert hat, zu einem Freund wurde. So, und welche Route würdet ihr gerne nehmen? Wir könnten einfach mal beim Erzbischof vorbeischauen, wegen des Auftrags von der Kathedrale. Und dann müssen wir ja noch mehr über die mysteriöse Bestie herausfinden. Ja, genau. Sammeln wir erstmal Informationen in der Stadt. Ich schätze, es gibt sicherlich ein Wirtshaus im Wohnbezirk im Süden. Und es gibt viele Geschäfte auf dem Kathedralenplatz. Die können wir auch der Liste noch hinzufügen. Oh, Kurt, hast du nicht gesagt, du kommst von hier? Dann ist es jetzt deine Aufgabe, uns anzuführen. Ja, da habe ich kein Problem mit. Wenn ihr kein Problem damit habt. Ja, es klingt doch großartig, also gehen wir. Gut, dann geh du mal. Der ist auch ganz freundlich hier, der Provinzsoldat. Der will ja auch was von uns. Wir sollen diese mysteriöse Bestie unbedingt erledigen. Also, beziehungsweise die Ursachen rausfinden, wo die herkommen, diese Bestien. Jetzt die Frage, wohnt hier Izzy? Oder haben wir eine andere Quest? Es geht wahrscheinlich um Katzen, oder? Diese Uniform, das ist doch, ja, wo deine Schwester ausgebildet wird. War das Sankt Astraja? Stimmt irgendwas nicht? Es gibt jemanden, den ich kenne, der dieselbe Uniform trägt. Ich schätze, du bist eine Schülerin der Sankt Astraja Mädchenschule. Ja, ich gehe da auf die Mittelschule. Aber dein Gesicht, das kommt mir bekannt vor. Ja, das höre ich öfter. Und da ist er wieder mal, versteckt sein Gesicht hinter einer Brille. Ach, deshalb trägt er die Brille, weil er nicht erkannt werden will. Jetzt begreife ich das überhaupt erst. Also, wo wir gerade von Astraja sprechen, geht nicht auch Lady Alphin dorthin? Also die Kronprinzessin?
Ich dachte, das wäre eine Schule mit ganz strengen Regeln. Naja, heute ist mein Geburtstag. Und da es Wochenende ist und wir keinen Unterricht haben, hat Präsident Elise mir eine spezielle Erlaubnis gegeben, hierher zu kommen nach Hause. Och, Elise ist Präsident? Also quasi, wie nennt man es? Schulsprecher, sowas in der Richtung? Aber Izzy ist hier überall und mein Bruder ist nicht da. So kann ich mich gar nicht entspannen. Also, Izzy macht hier halt irgendetwas. Ich verstehe. Scheint so, als ob Elise einen guten Job macht als Präsidentin. Das freut mich zu hören. Ausbilder, stimmt irgendwas nicht? Nein, nein, alles in Ordnung. Danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Wir müssen jetzt aber mal weiter. Ja, ihr könnt gerne wiederkommen. Ach, hier sind zwei Sachen. Nee. Hä? Was ist denn hier? Ach so, oben. Nee, doch hier. Ach, guck mal, ein Buch. Da wäre das grüne Symbol nicht da gewesen. Ich hätte nicht an den Schrank oder wäre nicht an den Schrank so nah rangegangen. Und wir haben ein Buch gefunden, Kobi und das mysteriöse Museum, Teil 1. Wenn ich dran denke, lesen wir es am Ende der Folge. Oder ich blätter es durch, also mal gucken, wie lang es ist, ne? Okay. Es ist nicht der Izzy, den ich im Gedächtnis habe. Auch jetzt fällt mir übrigens ein, wen ich mit Izzy meinte. Das war gar nicht in Trails of Cold Steel. Das war bei... Ah. Wie hieß das Spiel noch? Resonance of Fate. Und zwar in dieser Stadt, da gab es so einen Bastler, der hieß Izzy. Ah, Mann. Ja, so vermischen sich die Spiele, wenn man dann, wenn das Jahre her ist. Okay. Als nächstes nehme ich dann mal den Topf und dann... Ah, Zeit, ich brauche einfach mehr Zeit. Ist das unser Kunde? Reden wir doch mal mit ihr. Entschuldige mich. Was? Ich habe gerade zu tun. Wir sind von der Zweigstelle Tor. Und wir wollten deinen Auftrag bearbeiten. Könntest du uns da mehr Details drüber geben? Ach, die Sache. Ich habe den Marquis um Hilfe gebeten. Ihr wollt mir helfen? Ja, jetzt werde ich doch noch rechtzeitig fertig. In der Notiz stand etwas über eine Geburtstagsparty, oder? Und wofür braucht ein Adliger da überhaupt Hilfe? Ach, es ist nichts allzu Verrücktes. Ich wollte für Lady Christa einfach ihr Lieblingsfischgericht zubereiten. Soutierter Red Perch. Frag mich jetzt nicht, was Red Perch für ein Fisch ist. Ich habe einen bestellt, aber es gab ein Problem mit der Lieferung. Wahrscheinlich wegen den vielen Monstern da draußen. Und wenn ich es von weiter weg anfordere, dann fürchte ich, er wird nicht mehr frisch sein. Okay, verstanden. Aber wenn es nur um einen Fisch geht, dann... Ja, wahrscheinlich angeln wir den denn am besten mal selbst. Nee, machen wir nicht, weil wir zu doof sind. Es geht doch nichts über einen frisch gefangenen Fisch. Ja. Ist das so? Alles klar, dann suchen wir mal eine Wasserstelle und gehen angeln. Können wir den in St. Arc angeln? Ja, ich hörte, die gibt es hier in dem Gebiet. Gehen wir am besten mal auf die Landstraße und suchen einen guten Angelplatz. Ich freue mich schon drauf. Ach ja, ihr könnt auch noch das hier haben. Bitte Köder, lass es Köder sein. 10 Stück, danke, du bist die Beste, ich liebe dich. Okay, damit sollte es leichter werden.
Wir werden Verwendung dafür haben. Ja, wir haben auch für 100 Köder hätten wir Verwendung. Sobald ihr den Red Perch habt, bringt ihn bitte mal vorbei. Vielen Dank. Red Perch Search. Ja, deshalb haben sie nur diesen Fisch ausgewählt, weil der sich so schön auf Search reimt. Wir gucken trotzdem nochmal kurz oben vorbei. Ein Bild. Okay. Nichts Besonderes. Ach so, und Katze Hallo sagen? Ja, es ist eine Weile her, Katrin. So, was haben wir denn hier noch? Nur 4 normale Gespräche und dann können wir entweder zum Graf Altheim gehen. Oder zur Kathedrale. Dann gehen wir nochmal zum Grafen Altheim. Meine Mutter ist krank. Ich darf also ihr nicht zu nahe kommen. Sie kann also heute nicht mit mir spielen. Warum läufst du vor mir weg? St. Arc soll die kleinste der 5 großen Städte des Kaiserreiches sein. Der Status einer Stadt sollte aber nicht durch ihre Fläche oder ihre Bevölkerungszahl definiert werden. Naja, zumindest glauben das die Einwohner von St. Arc. Ist das nicht interessant? Wir lieben diese Stadt wirklich sehr. Es ist bereits morgen. Tut mir leid, dass ich dich so spät noch um Hilfe bitte. Aber der Zustand meiner Frau hat sich jetzt bei weitem verbessert. Vielen Dank. Ach, ist schon okay. Ich habe das ja für meine Lady gemacht. Aber jetzt mache ich Pause. Ich werde am Nachmittag zurück sein. Bitte ruht euch auch aus, Meister. Du hast kaum Schlaf gefunden. Dankeschön. Ich sehe dich dann heute Nachmittag. Bestell deinem Bruder schöne Grüße. Okay. Lord Stanley. Meine Frau wird oft krank. Manchmal wird es richtig übel. Die Hausmädchen arbeiten wirklich hart dafür. Hier denn los? Das so früh am Morgen? Ach so, oder seid ihr alle eine Familie? Kann natürlich auch sein. Nee, ach so, ein Künstler ist das. Der Graf ist wie ein Patron für junge Künstler, wie wir es sind. Und manchmal lädt er uns auch in seinen Salon ein. Klammer auf, um 8 Uhr morgens, Klammer zu. Er wird oft als die kulturinteressierteste Person in ganz Sutherland genannt. Es ist eine Weile her, my lady. Seine Exzellenz hat mich immer gut behandelt. Ich weiß gar nicht, wie ich ihm danken soll. Naja, danke, dass ihr hier rausgekommen seid. Bitte kommt ruhig rein. Ich werde ein wenig Tee kochen. Oh, dein Kräutertee. Der ist immer herausragend. Das ist wirklich eine Ehre. Die Leute im Salon heute sind so jung. Das ist ein wenig angenehmer. Normalerweise
sind immer wichtige Persönlichkeiten dort. In der heutigen Zeit werde ich aber nervös, und zwar extrem nervös. Okay. Wir gucken noch mal kurz hoch, vielleicht ist ja noch jemand hier. Oh, wie es scheint, sind meine Gäste angekommen. Beide sind sehr talentiert. Es würde den Namen Altheim besudeln, wenn ich mich nicht um sie kümmern würde. Ich sollte mich auch direkt um meine Büroarbeit kümmern. Graf Altheim? Das muss das Haus von Mary sein. Sie ist der Kunstlehrer in der Hauptstelle. Ach so, ihr erinnert euch an Mary, die hat ja nicht nur Musik unterrichtet, sondern auch Kunst. Da wusste ich gar nicht, dass sie mit Nachnamen Altheim heißt. Sie hat viel für mich getan. So, dann gehen wir zur Kathedrale, hatten wir gesagt. Das wäre dann hier. Ich habe schon beim ersten Mal gedacht, als wir hier vorbeigekommen sind. Aber die Kathedrale, die ist echt schön. Haben wir nicht einen Auftrag hier? Ja, sogar vom Erzbischof. Wir sollten da mal rübergehen. Und es gibt da auch ein Hotel und ein Geschäft. Ja, das Geschäft ist da lang. St. Arcs Department Store. Ich glaube, die verkaufen alles. Qualitativ hochwertige Zutaten, Waffen. Vielleicht müssen wir da echt mal vorbeischauen für unsere Mission. Ja, wenn wir viel umherlaufen wegen diesen Aufträgen, dann wäre es sicherlich ganz gut, dass wir auch entsprechend vorbereitet sind. Okay, ich notiere mal. Albion Garden kommt auch auf die Besuchsliste. In jedem Kapitel der Exkursion oder in den Exkursionen jedes Kapitels findet ihr nützliche Läden, Sphero-Ateliers, Kneipen, Herbergen, Hotels und Handelshäuser. Es gibt bestimmte Gegenstände, die man nur dort finden kann. Also stellt sicher, dass ihr diese Läden besucht, wenn ihr auf Reisen seid. Ja, weil man ja so schnell nicht wieder dahin kommt. Hey, eine Sphero-Mail von Munk. Ich verlasse mich auf euch, dass ihr mir auch gutes Material für die Radioshow besorgt, ja? Vergesst nicht, diese Stadt ist immer eine Schatztruhe voller Informationen. Ihr werdet sicherlich mit vielen Menschen für eure Missionen reden. Also drücke ich die Daumen, dass ihr da gute Neuigkeiten erfahrt. Meldet euch einfach bei mir, wenn ihr das habt. Ich werde immer rangehen. Immer. Ah ja, ich habe ja schon ganz vergessen, dass er mich darum gebeten hatte. Rosina hatte mich auch um was gebeten. Ja, da muss ich sagen, das habe ich auch vergessen. Wenn ich zur Kirche gehe, oder als ich in der Kirche war. Also Rosine, heißt das, du analysierst die Black Records? Ja, ich habe es von Vater Thomas gelernt.
Wenn du also neue Records während deiner Übung findest, dann melde dich bei mir. Es dauert sicherlich eine Weile, die zu übersetzen, aber solange du mir ein Bild davon schickst, kann ich es machen. Das ist ermutigend für sie zu hören. So wie ich das verstehe, sind diese Black Records spezielle Artefakte. Sie beschreiben die wahre Historie des Kaiserreiches. Ja, so begreife ich das auch. Ja, das erste Black Record geht zum Beispiel darum, wie sich zwei Götter bekämpft haben. Artefakte zu sammeln ist ein wichtiger Teil der Pflichten eines Gralsritters. Also wird es uns groß helfen. Ich habe auch schon die durchgearbeitet, die du im Bürgerkrieg gefunden hast. Ich schicke dir eine Kopie, was ich bislang übersetzt habe. Bald bekommst du noch mehr davon. Hoffentlich dauert es nicht so lange. Ja, das wäre eine riesige Hilfe. Vielen Dank. Das heißt, wir können hier doch nochmal Black Records nachlesen aus Trails of Cool Steel 2. Kann das sein? Tatsächlich. Okay. Nur mal testen, L2 und Kreis. Okay. Lesen wir erstmal die Nachricht von Elise. Ich habe dein Geschenk bekommen, Rian. Es ist wunderschön und fühlt sich ganz weich an. Es ist so wunderbar. Ich habe schon Angst, dass ich es schmutzig mache. Ich kann es wahrscheinlich deshalb gar nicht benutzen, aber ich werde es immer in Ehren halten. Na, sieh es mir ja witzig. Das ist ein Taschentuch. Das soll man benutzen. Naja, zumindest gefällt es ihr. Ich hatte kurz überlegt, ob ich diese Vase zerdeppern kann. Ich gebe es zu. Einkaufstag, ja. Muss mal eben gucken, wo gehe ich denn jetzt zuerst hin. Also ins Hotel. Ne, komm, dann gehen wir zuerst in die Kathedrale. Na, ich sollte noch ein paar Unterrichtsbücher für die Schüler zusammenstellen. Oh, bist du hier, um den Erzbischof zu treffen? Er ist in seinem Büro da hinten. Bitte geh nur. Hallo, du bist Erzbischof Remsen, oder? Wir bitten um Entschuldigung, dass wir hier eindringen. Und wer seid ihr? Tut mir leid, dass wir uns noch nicht vorgestellt haben. Wir sind Klasse 7 Special Operations aus der Tor Militärakademie, Zweigstelle. Wir sind wegen eines Auftrags hier, den du dem Marquis geschickt hast. Ach ja, der Auftrag. Ich verstehe. Dann bist du der arschfahle Ritter. Willkommen in der Kathedrale von Saint-Arc. Wir begrüßen es, dass du hierher gekommen bist. Ja, das war überhaupt kein Problem. Er ist wirklich berühmt.
Ich glaube, es ist schwieriger, jemanden zu finden, der ihn nicht kennt. Tut mir leid, dass ich gerne direkt zum Thema kommen möchte, aber kannst du uns die Details nennen für den Auftrag? Anhand der Unterlagen scheint es so, dass wir die Stadt verlassen müssen. Ja, es ist die eine oder andere Gefahr mit diesem Auftrag verbunden. Kommt ihr damit zurecht? Ja. Ja, natürlich. Was sind denn die Details? Ah, vielen Dank. Ich möchte, dass ihr eine spezielle Zutat, ein Kraut für mich sammelt. Man kennt es als Erinblume. Erinblume? So ein Kraut habe ich noch niemals gehört. Es ist eine spezielle Variante von Lavendel, die nur in einem bestimmten Ort in Sutherland wächst. Sie hat einen stark beruhigenden Effekt und ist deshalb oft in der Medizin vorhanden. Aber die Monster in der Nähe des Platzes, wo es wächst, wurden sehr gewalttätig. Unsere Vorräte gehen zur Neige und wir sind nicht sicher, wann wir noch mehr davon bekommen können. Ah, ich verstehe. Jetzt verstehe ich den Auftrag. Aber es ist seltsam, dass die Monster so gewalttätig werden. Ja, vielleicht hat das plötzliche Auftauchen der Monster aus unserem Untersuchungsbericht irgendetwas damit zu tun. Ja, das wäre möglich. Dann dürfen wir es nicht zulassen. Das stimmt. Klasse 7 akzeptiert deinen Auftrag. Wo finden wir diese Erinblumen? Oh, vielen Dank. Also geht von Sand Arc nach Westen, dann kommt ihr in den Ishmia-Wald. Ein Stück in den Wald hinein findet ihr einen Hain, wo viele davon wachsen. Wenn ihr genug findet, um diesen Korb hier zu füllen, dann müsste uns das reichen. Verstanden. Wie ich schon sagte, sind die Monster unglaublich gewalttätig geworden. Es wird also ziemlich gefährlich. Passt auf euch auf. Ja, wir bleiben wachsam. Also, ich sehe zu, dass ich dir einen riesigen Haufen Kräuter zurückbringe. Herb Helper. Mit Reimen haben die was, ne? Hier. Also, jetzt müssen wir noch entscheiden, was wir auf der Landstraße machen oder wohin wir gehen. Ja, wir müssen uns natürlich auch um die verdächtigen Monster kümmern und um die anderen Aufträge. Wir können sofort auf die Landstraße gehen, aber wir sollten achtsam darüber nachdenken, wie man das am effizientesten macht, damit wir alles erledigt bekommen. Also müssen wir unsere Aktivitäten planen. Mir sind alle eure Anweisungen recht, solange wir alles erledigt bekommen, was wir heute machen müssen. Ich überlasse es eurem Urteilsvermögen. Okay. Es ist zwar nervig, aber ich schätze, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Gut, dann gehen wir. Nachdem wir hier mit den anderen Leuten geredet haben. Der kommt hier jeden Tag in die Kathedrale und meint, deshalb ist er noch gesund. Es kann auch sein, dass es einfach an seiner gesunden Lebensweise liegt. Viele Leben sind verloren im Bürgerkrieg in Sutherland. Mögen Sie Frieden finden. Okay, heute nach der Messe wird hier ein kleines Event veranstaltet und wir sind eingeladen vorbeizukommen.
Schauen wir mal, dass wir das einrichten können. Jetzt gehen wir mal kurz in den Laden hier, also in den Verkaufsstand. Was gibt es denn hier zu futtern? Was zu trinken? Mhm. Wie wäre es denn mit ein wenig Saft aus frisch gesammelten Früchten? Normalerweise haben wir einen Bauernhof, aber als Nebentätigkeit machen wir hier auch noch diesen Saftstand. Leckerer Saft von heute frisch gesammelten Früchten. Oh, es sieht lecker aus. Ja, ich kann es von hier aus riechen. Und mit all den Bänken, die es hier in der Nähe gibt, ist es ein schöner Ort, um sich auszuruhen, mal Pause zu machen. Ich empfehle ja den Punsch des Südens. Den müsst ihr unbedingt mal probieren. Okay, wenn wir das empfohlene Gericht nehmen, dann werden wir das Rezept lernen. Ja, das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich noch kein Geld ausgegeben habe, damit ich Geld für Rezepte habe. Okay. Ach so, Giftheilung, Blind und Verbrennung. Ja, okay. Gut. Irgendwie ein Geheimnis, was uns die Frau nicht verraten will mit ihrem Mann. Weiß nicht, ob der krank ist oder... Ah, heute gibt es ein Konzert. Sie geht mit Mutter und Rico hin. Es ist nicht schön hier draußen, Rico. Die Frau heißt Krause. Vielleicht arbeitet sie als Hausmeister. Willkommen im Hotel Augusta. Und warum rempelst du mich die ganze Zeit an? Willst du dir hier was angucken? Bist du hier zur Besichtigung? Ach ja, hier gibt es ja viele Kunstwerke in dem Hotel. Einige dieser Kunstwerke sind sogar Nationalschätze. Ja, das Stück da drüben nennt man Sonnenstrahlblätter, gemalt von dem genialen Maler Poiz. Es wurde einmal gestohlen von dem berühmten Phantomdieb B. Ja, den kennen wir. Phantom Thief B? Das ist ein ganz berühmter Dieb im Kaiserreich. Ja, und er hat einen sehr interessanten Geschmack. Wo wir gerade von interessant sprechen. Der Manager von unserem Hotel ist auch sehr interessant. Als der Dieb mit diesem Stück ging, erklärte er dem Dieb, warum dieses Kunstwerk so wunderbar ist. Und er sagte ihm auch noch, dass er vorsichtig mit dem Stück sein soll, wenn er nachts auf der Straße unterwegs ist. Na, das ist ja mal was. Ist also mehr als nur eine nette Person. Das könnte eine interessante Geschichte für Munk sein. Ich finde es auch interessant, dass sie Gisela heißt und nicht Gisela. I've been waiting, Reen. Give me the dirt. Also, weißt du, was ich gehört habe? That's
good stuff. Good stuff. I'll send you your prize. Ja, wir kriegen ein Geschenk von ihm dafür. Die Pinselstriche sind grob, aber dennoch, was weiß ich, intricate, also keine Ahnung. Sunbeam Leaves ist ein nationaler Schatz. Diese ganze Kunst in dem Hotel hier wurde von einem berühmten Künstler gestiftet. Wenn man es auf einer Auktion anbieten würde, bekäme man Millionen von Mira dafür. Aber hier können wir es einfach umsonst begutachten. Das ist ein wunderbares Hotel. Kaiser Astorius liebte diese Jahreszeit, also den Frühling. Wer ist Kaiser Astorius? Nur mal gucken, wie lang es... wie teuer es ist. 100 Mira? Nein. Ich meine, 100 CP bringt, das ist fantastisch, aber wir brauchen jetzt keine CP. Glaube ich. Wir gucken noch mal kurz hoch, ob hier noch interessante Gäste wohnen. Ein guter alter Donut mit Earl Grey Tee. Das Frühstück ist mal wieder wunderbar heute. Vater? Warum gibt es eigentlich Löcher in Donuts? Warum sind die nicht einfach rund? Warum ist das so? Sag es mir. Nun, Luna. So kannst du es sehr leicht über deinem Handgelenk tragen, oder nicht? Ah, ich verstehe. Da hat sich jemand wirklich mal Gedanken gemacht. Allerdings muss man schon ein kleines Kind sein, damit es funktioniert. Warte mal, hast du mich gerade angelogen? Bitte erzähl mir die Wahrheit. Na gut. Dann gehen wir mal wieder. Achso, ich muss noch eine Sache gucken. Shop war jetzt hier der Rezeptionist. Ne? Ist einfach nur hier im Hotel übernachten zählt auch als Shop. Okay. Gut. Ja, dann gehen wir halt in den Laden. Vor 900 Jahren war das hier die Hauptstadt des Kaiserreiches. Nur zur Erinnerung, Kaiserreich wurde vor ungefähr 1000 Jahren gegründet. Ungefähr im Jahre 0 wurde das Kaiserreich gegründet. Genau, man kann es nicht genau sagen. Das ist halt das dunkle Zeitalter. Da gibt es wenig Aufzeichnungen. Also irgendwo zwischen 1000 und 1200 Jahre ist halt das Kaiserreich alt. Es liegt halt nahe, dass es genau 1204 Jahre alt ist, wegen des Kalenders. Die Hauptstraße, die du hier siehst, war damals schon genauso wie heute. Die Straße führt zur Kathedrale und 6 heilige Statuen wachen über die Kathedrale. Man nennt das hier auch Kathedralenplatz und es war schon immer das Zentrum des Glaubens im Kaiserreich.
und auch Zentrum der Kunst mittlerweile. Meine geschwätzige junge Schwester ist nun zu Hause. Ich wollte mit der Leinwand hier durch die Stadt laufen, aber ich verstehe nicht, was er damit sagen will. Auf jeden Fall will er jetzt die Kathedrale malen. Schönheit findet man selbst in der letzten Straßenecke. Ja, das scheint dann wohl der Bruder von der zu sein, die heute Geburtstag hat, oder? Rat mal, heute gibt es. Also, das haben wir schon gehabt. Ja, bla 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 bla. So. Haben wir mit dir schon geredet? Ach so. Ja, mit dir hatten wir gerade geredet. This is their department store? Oh, people here must be loaded. Ja, die Leute scheinen hier eher wohlhabend zu sein. Nobility, but there's no need to worry about that. Let's go in. Okay, then. Ich bin ein Coach im Reitclub, den man Nines nennt. Er will sich hier heute die Pferde angucken. Beim großen Sommerfest gibt es wieder so ein Pferderennen. Und dann müssen wir trainieren, als ob es keinen Morgen gäbe. Ja, sieht aus wie ein normales Kleidungsgeschäft, eine normale Boutique, aber alles hier ist handgefertigt, alles hohe Qualität. Sie will jetzt die ganze Kleidung inspizieren, bevor die gekauft wird. Könnte es eventuell daran liegen, dass sie einfach auch mal diese schöne Kleidung anziehen möchte? Ja, auch qualitativ hochwertiges Essen. Eine Flasche Wein zum Beispiel für 50.000 Mira. Aber anschauen kostet ja nichts. Wusstest du, dass Gemüse anders schmeckt, je nach Tageszeit, wo es geerntet wurde? Tomaten und Kukumber sollte morgens geerntet werden. Blatt- oder Wurzelgemüse sollte nachmittags geerntet werden. Unser Laden hat Verträge mit den örtlichen Bauern, damit wir nur das beste Gemüse bekommen für unsere Kundschaft. Bitte genieße das komplexe Aroma unserer Produkte, was du in keinem anderen Laden so finden wirst. Ja, zum Glück sind die Preise hier normal, aber ich kann da jetzt nichts für ausgeben. Wobei, wofür ist eigentlich dieser Raspberry Packy da gewesen? Achso, einfach so eine Art Heiltrank. Und Cure Seal. Mhm. Ich muss momentan immer noch sparen. Willkommen. Wir können wirklich die Kleidung aus Parm nur empfehlen. Sie sind alle handgefertigt. Wegen ihrer hohen Qualität werden sie von den Adligen hochgeschätzt, schon seit langer Zeit. Die klaren Farben machen sie auch sehr beliebt, sogar bis in den heutigen Tage. Bitte schau sie dir genauer an. Mhm.
ist alles schön, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, nur eine Rüstung, also einen so einen Mantel kaufe für alle vier, kostet das 6000 Mira. Das bringt's halt nicht. Und wenn ich jetzt irgendeiner Person ein bisschen mehr Rüstungsschutz gebe, also deutlich mehr Rüstungsschutz gebe, haben die anderen ja nichts davon. Oh, gebrauchte Bücher. Ah, seid ihr alle von der Militärakademie? Ja, sind wir. Boah, genau wie ich dachte. Mein Nachbar Kästner hat mir gesagt, dass ihr Leute hierher kommt. Dass ihr in der Stadt helft während eurer Exkursion. Also viel Glück. Bitte gebt euer Bestes. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Naja, machen wir einfach weiter mit unseren Aktivitäten. Verstanden. Oh nee, ey. 1000 für so ein Buch. Ihr wisst, dass ich es kaufen muss, ne? Ist klar. Spielkarten gibt's ja auch noch. Warum ist das hier oben? Warum? Das ist doch was Besonderes, erzähl mir doch nichts. Das muss ich kaufen. Das ist auch irgendwie so eine Sammlung Proverbs, dass man da irgendwie was, wenn man da alle von hat, dass man dann das irgendwie eintauschen kann. Könnte es mehrfach kaufen? Das kann man nur einmal kaufen. Das Buch muss schon sein. Ja, weil es da oben steht, ich muss es zumindest einmal kaufen. So, und Arts. Scheint was für Altina zu sein. Bitteschön. So. Ach, du bist Kästner. Ich sehe unbekannte Gesichter. Wenn ich mir eure Kleidung so ansehe, denke ich, dass ihr Schüler seid von der Zweigstelle Thors. Ja, ich bin überrascht, dass du das weißt. Wir sind ja gar nicht so berühmt. Es ist einfach, liegt an meinem Job. Ich höre viele Gerüchte. Ich hörte, dass die Leute von der Zweigstelle hierher kommen und deshalb wollte ich mir das bestätigen lassen. Verstehe. Naja, schön, dass wir jemanden gefunden haben, der über Informationen verfügt. Ja, vielleicht können wir dich mal eben schnell was fragen. Ja, ich habe von der mysteriösen Bestie gehört. Neulich kam ein Geschäftspartner von mir dieser Bestie über den Weg gelaufen. Ihr Körper ist aus Metall. Und sie macht ein Geräusch, wie als ob sie aus Zahnrädern besteht. Er ist ganz bleich geworden und fortgelaufen. Und er hat die Bestie in den Straßen im Nordosten gesehen. Ah, die Straßen nach Nordosten also. Da müssen wir unbedingt hin. Ja, schreiben wir das auf unsere Untersuchungsliste. Danke für deine Hilfe. Ah, keine große Sache. Warum guckt ihr euch hier nicht im Laden mal um und bereitet euch vor? Ja, haben wir gemacht. Wir haben ein Buch gekauft und irgendwie so ein Proverb-Amulett. Ja, die Monster sind in letzter Zeit immer mehr gewalttätig.
Ja, danke für deine Güte. Machen wir das mal, was er vorgeschlagen hat. Ja, verstanden. Okay, hier gibt es dann neue Waffen. Also wir können ja zumindest noch mal... Okay, wenn wir irgendwie nach Angeboten Ausschau halten, sollten wir in einen Laden gehen, der nennt sich Demeter, im Wohnbezirk. Wir können hier natürlich noch mal ein bisschen Exchange machen, haben wir noch mal 1300 obendrauf, haben wir wieder 2000. Ich habe ja bei der letzten Folge ein paar Kämpfe dann rausgeschnitten, ist euch sicherlich aufgefallen, also nach dieser Angelaktion bin ich dann halt nochmal, habe ich die ganzen Monster in dem Gebiet erledigt, wie es ja so, wie man es auch machen sollte. Man sollte ja nicht irgendwo durchrushen, sondern jedes Monster, was es da gibt, auch mal umlegen. Zumindest einmal. Ich bin jetzt kein Grinding-Freund, der das wieder und wieder macht, aber einmal jedes Monster, was man, dem man über den Weg läuft, das ist schon sinnvoll. So. Ich meine, wir sind hier durch. Die Folge ist auch schon ein bisschen was lang. Wir sind hier mit dem Bezirk durch. Das heißt, wir lesen jetzt nur noch eben die Bücher, die wir bekommen haben. Und danach geht's nächste Folge. Ja, ich würde sagen, wenn wir hier schon bei dem Highway sind, dann würden wir das auch mal machen. Das untersuchen. Gut, aber jetzt erstmal die Bücher. Black Records 1. Ja, okay, das wird wohl wichtig sein, deshalb lese ich es mal vor. Der Beginn des Löwenkriegs. Im Jahr 947 ist Kaiser Valius V. verstorben. Sein Tod läutete den Beginn des größten Bürgerkriegs in der erebonianischen Geschichte ein. Valius V. war ein Herrscher mit zweifelhaftem Ruf. Er hat wohl zahllose Frauen gehabt und Konkubinen. Und was die Nachfolge noch weiter erschwerte, war, dass viele seiner Frauen aus berühmten Adelsfamilien stammten. Und alle haben dann um Macht gestritten. Und natürlich sollte gerade ihr Sohn dann auf den Thron kommen. Kronprinz Manfred, der Sohn seiner ersten Frau, wurde umgebracht. Man weiß aber nicht von wem. Danach wurde auch der vierte Prinz und der Sohn oder der Sohn seiner ersten Zweitfrau. Also, okay, ein bisschen kompliziert. Also der vierte Prinz und der Sohn seiner ersten Zweitfrau haben gemeinsam die Hauptstadt gewaltsam eingenommen. Sie haben sich dann selbst zum Kaiser ausgerufen und alle aus dem Weg geräumt, die sich ihnen in den Weg stellten. Also einfach umgebracht. Da gab es dann viele, quasi Leute, die gesagt haben, nein, wir wollen König sein oder Kaiser sein. Und drei andere Prinzen wollten eben auch Kaiser werden. Sie hatten die Unterstützung durch mächtige Adelshäuser. Und es gab dann einen blutigen, 5 Jahre andauernden Bürgerkrieg. Und das war halt der Krieg der Löwen. Zuerst waren die Armeen der Prinzen ungefähr gleich stark. Erst als
Orthros, den man später als den falschen Kaiser kannte, also dieser Orthros hat halt eine Bestie freigelassen, die unter der Stadt verborgen lebte. Und da hat sich das Kräftegleichgewicht gewandelt. Testarossa, der legendäre Vermilion Knight, war nun durch das Blut von Zoroagruga befleckt. Ja, das ist so ein Drache, dieser Zoroagruga. Der lebt auch schon ewig, also seit dem Altertum. Ja, dann hat jetzt dieser falsche Kaiser halt unheimlich viel Macht unter seiner Kontrolle gehabt. Und er hat dann halt den fünften Prinz Gunnar mit einem Hieb erledigt. Es war unvermeidlich, dass die Armeen der anderen Prinzen das gleiche Schicksal ereilen würde, aber genau an diesem Wendepunkt, oder genau an diesem Punkt gab es halt eine überraschende Wende. Und diese unerwartete Entwicklung kam durch einen weiteren großen Ritter, den Palatinate Knight. Der berühmte Champion wurde durch Prinz Lucius erworben. Der sechste und jüngste der sich bekämpfenden Brüder. Und mit seiner Macht war er in der Lage, die Armee des brillanten Strategen und zweiten Prinzen Albert zu besiegen. Siegreich und unterstützt durch die Macht des Ritters, also nur mal so, dieser Palatine Knight ist halt sowas wie Valimar, sowas wie so ein Aschfahler Ritter, so ist das hier der Palatine Knight Ritter. Prinz Lucius hat dann halt Orthros herausgefordert, aber die Armeen von Prinz Gunnar und Albert waren nicht komplett ausgelöscht und haben sich dann auf die Seite eines anderen Prinzen geschlagen. Ja, es gab dann, der Krieg lief dann auf drei unabhängige Gruppen hinaus. Zum einen war da Prinz Orthros mit dem Vermilion Knight, Prinz Lucius mit dem Palatinate Knight und Prinz Gunnar und Albert, die hatten zwar keinen Ritter, aber waren in der Überzahl. Der Krieg der Löwen ging nun zwei Jahre und das Chaos wurde von Tag zu Tag schlimmer. Erebonia schien dazu verdammt zu sein, in Ruinen und Dunkelheit zu liegen. Aber das passte wahrscheinlich zu einer Nation, die ihren Namen von Erebos übernommen hat. Aha, wer ist denn Erebos? Weiß ich jetzt auch gar nicht. Naja, schade. Gut, das war jetzt ja nur der erste Teil des Löwenkriegs. Es ging ja dann noch weiter. Aber es ist zumindest der Teil, den wir noch nicht kannten. Also ich zumindest nicht. Wir kennen ja nur den Part, wo dann Dreichels die Armeen im Norden versammelt hat und dann irgendwann siegreich war. Was wir alles haben. Okay, der unmoralische Held. Will ich das wirklich jetzt vorlesen? Nein. Gut, dann sehen wir uns morgen, wenn wir mal wieder ein bisschen kämpfen gehen. Also bis dann. Tschüss.